Hallo Freunde, wie ihr seht, es ist jetzt mein dritter Vlog und ich bin so müde. Ich habe jetzt gerade mein Bett abgezogen und ja, heute ist das mein letzter Tag hier in der Gruppe und ja, komm, bin dann in meiner neuen Wohnung und ich zeige euch dann meine neue Wohnung in meinem Vlog und wie ich hier ausziehe und so Sache. Also wie ihr seht, mein Kinderzimmer, hier das ist das bezogen und hier ist die Decke. Ja, das sehen wir euch gleich. Freunde, ich gehe jetzt duschen und danach essen. Ja, was ich nochmal sagen wollte, ist nochmal schönen Dankeschön an das Abonnenten-Song und zwei Leuten, dass ich ihn grüße, das war noch in einem anderen vorletzten Video. Jetzt grüße ich euch, Jonas und Tobias. Hallo. Entschuldigung, dass ich euch nicht vorher gegrüßt habe bei den Abonnenten-Song, weil ich das schon früher fertig habe und das. Ja, ich hätte das früher fertig und dann habe ich das dann nicht gemacht. Ja, und jetzt grüße ich euch. Hallo, Jonas und Tobias. Freunde, wie ihr seht, mache ich hier schon die ganze Zeit sauber. Ich spüle gerade und ich muss hier noch saugen und sonstige. Und dann. Ich kriege auch noch einen Fernseher von Steinko, die schenken mir so ein Fernsehen. Das ist voll nett von denen. Die haben drei zur Verfügung, zwei sind defekt und einer funktioniert auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich die heute kriege, aber er hat gesagt, dass ich bin oft vorbeigekommen und abholen kann. Auf jeden Fall ist das ziemlich nett, dass sie mir sowas schenken. Steinko, sondern sie haben unsere Nachbarn hier nebenan. Ist auch so ein Elektroladen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Werner. Auf jeden Fall habe ich viele Ausstattungen geschenkt gekriegt und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Und von den Betreuern auch ganz viel. Auf jeden Fall ganz viel habe ich gekriegt. Das kriegt nicht jeder, weißt du, weil ja. Aber sie haben auch gesagt, dass sie das gerne für mich machen und ja. Dann freut es mich auch. Und ich mache jetzt hier sauber und dann gehen wir mal zu meiner Wohnung. Die ist jetzt nicht recht, noch nicht recht fertig, aber ich kann euch die auf jeden Fall zeigen. Bin jetzt noch nicht unterwegs, ich mache hier noch was, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Freunde, wie ihr seht, packe ich jetzt gerade mein Auto und dann ziehe ich halt aus, wie ihr jetzt hier gerade seht. So. Ja, ich fahre jetzt nicht Auto, es kommt gleich eine Betreuerin, dann fahren wir zu unserer Wohnung und dann zeige ich euch, halt wie meine Wohnung so seit jetzt aussieht. Freunde, ich bin jetzt endlich mal hier angekommen, meine Wohnung. Und schlafe hier eine Nacht, wie ihr seht, muss ich eine Menge einräumen, dass es hier leerer wird und ein bisschen voller. Wie ihr seht, ist jetzt das hier mein PC, sag ich mal. Ist ziemlich groß, es ist sogar ein Fernsehen, also Fernsehen und ein PC. Ich habe mein PC da jetzt angeschlossen, das war mein alter Bildschirm, so ein kleiner, und jetzt habe ich das halt da angeschlossen. Ist viel größer, ich muss den Tower noch ein bisschen woanders tun, aber ja. Ich zeige euch jetzt mal die Wohnung, deswegen bin ich ja auch hier und das mache ich später auch, wenn ich um 9 Uhr noch einen Termin habe. Also hier ist die Küche vorne mit hier Nudeln habe ich gekauft, aber die und Chips hier, ich meine Komplex, die muss ich noch sauber machen. Aber ich habe jetzt gerade keine T-Shirt, das ist scheiße. Also auf jeden Fall das hier, ich brauche auf jeden Fall Geschirrtücher, aber ach doch, ich habe hier das schon gekauft, ach so. Das ist super. Ja, und mein Küche, meinen neuen Küche habe ich. Oh, habe ich auch was drin hier? Oh, warte, es müssen noch ganz andere Sachen rein. Es müssen hier diese Kartoffeln hin, da sind Kartoffeln drin, wird ihr wirklich 100% sehen, da sind Kartoffeln drin. Also hier sind Kartoffeln drin, jetzt nicht frisch geerntet, sondern gekauft.
Und hier ist noch Lebensmittel, das muss ich auch noch einsortieren. Also ich fange jetzt mal beim Lebensmittel an und dann... Ja. Dann... geht's weiter. Freunde, es sieht jetzt einigermaßen besser aus. Oh, es tut mir leid, dass jetzt kein Licht ist, das ist scheiße. Ja, jetzt ist ein bisschen mehr Licht. So, ich hoffe, der Licht ist so gut, sonst kann ich auch den Licht anmachen. Ja, jetzt, der ist besser. So, scheiße. Auf meiner Tastatur. Shit. Ich pack die Wahl. Ja, auf jeden Fall ist jetzt voll der krasse Sturm und mir wurde das erzählt und ich bin jetzt hier die erste Nacht da und gucke euch das an. Ich habe jetzt alle Fenster zugemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr den Wind? So krass. Auf jeden Fall so krass. Die Laterne bewegt sich da hinten schon. Und es hat schon ein bisschen geblitzt. Sag ich mal, ich mache hier mal lieber gleich den Licht wieder aus. Ja, es ist so krass, ey. Und ich bin jetzt die erste Nacht. Ich bin hier gleich fertig. Ist jetzt gleich eine Pizza. Ja. Freunde, wir sind jetzt am nächsten Tag und. Ja, weil ich das den anderen Tag nicht geschafft habe, das wollte ich zu drehen, das Video, deswegen sind wir jetzt am nächsten Tag, jetzt erkunde ich wirklich euch jetzt hier die Wohnung und hier, wie ihr seht, ist jetzt hier fast kein Karton mehr da. Wie ich euch gesehen habe, ist hier der Fernsehen, ich krieg bald einen Receiver, um da Fernsehen zu gucken. Ich habe hier meinen PC angeschlossen, um meine Videos zu drehen, dann, habe ich heute Abend dann so gespielt, hier PlayStation 3 habe ich hier, dann habe ich hier die PlayStation 2 noch, ich habe heute Morgen ein bisschen gespielt, sag ich mal, zum Ausprobieren. Hier habe ich halt die Gläser und so einsortiert, da habe ich auch was einsortiert, hier habe ich mein Telefon, das nicht funktioniert, weil ich noch keinen Telefonlinkspunkt habe, hier sind die Kerzen, da ist der Tisch. Da wo die Tischbeine ein bisschen wackelt, ja, da ist ein bisschen ein Problem mit der Tischbeine. Hier haben wir unsere schönen Lego Technik Auto hier. Das Lego Technik Auto, das ist ein Lego Technik irgendwie so ein Fahrzeug. Dann hier so ein Helikopter, ein Rettungshelikopter von Lego Technik. Das ist auch für Tiere. Hier habe ich meine Bilder, die zeige ich euch. Hier ist der Fenster, wie ihr seht, hier, ja, und jetzt zeige ich euch die Küche, ja, hier führe ich noch ran, hier, könnt ihr jetzt besser sehen, da ist ein Messer, das ist hier, ich weiß nicht, wie ihr euch das Ding mit hier seht, das habe ich heute gekauft, ja, hier sind Kartoffeln drin, und hier ist ein Kühlschrank, dann sind da noch welche Sachen drin. Jetzt nicht viel Platz, hier ist so ein Mini-Radio. Ein Radio hören, das Spülmittel, Complex. Ja, also schon sehr, sehr, sehr viel, Freunde. Ja, und jetzt kommen wir zum kleinen Flur, sag ich mal, oder kleines Flur. Hier ist die Tür, das sieht man ja. Hier, ich hab so einen Gulli, guck mal. Ach du Scheiße, hier, guck mal, so eine Sprechanlage, dann Lichtschalter, da, oh, das Müll. Das ist mein Longboard, das ich fahre. Hier sind meine Schuhe. Da ist noch so ein anderes Bild, das ich auch nicht zeige, noch nicht. So, hier ist mein schönes Bad. Da die Toilette ist voll schön eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Hier Waschbecken. Hier ist der Bade. Das ist der Spiegel, der muss noch eingebaut werden. Den will ich in mein Schlafzimmer haben. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Schlafzimmer. Ne? Und hier habe ich schon meine Dartscheibe drin. Da muss ich dann Verlängerung bis hier nach da machen. Weil, und hier sind meine anderen Steckdosen. Und da ist auch noch ein Bild hängen, hier ist das, hier ist der große Bett. Und hier ist mein Schrank. Ja, Freunde, und ich habe
eine Überraschung, die zeige ich euch nie, weil ich weiß, dass die Betreuer dieses Video hundertprozentig angucken werden. Deswegen kann ich euch die leider nicht zeigen. Das ist die Überraschung leider. Ja. Auf jeden Fall ist hier. Ja, das ist ein Fußball, das sind weitere Schuhe, das, da kommt man, das ist mein Schrankspiegel, meine Kartons noch weiter liegen. Ja, hier ist meine Anziehsachen, das ist ein recht kleiner Schrank, aber für die erste Wohnung eigentlich nicht schlecht sein. Hier ist meine Dartpfeile, oh, Dartpfeile, Laser. Und hier ist mein alter Monitor. Ja, es gibt hier nicht so viel, wie ich. Die Sachen, die ich euch hier noch erkunden könnte. Das wäre es erstmal hier drinnen, die Wohnung wäre, das wäre es erstmal. Wir können aber. Ich zeige euch nochmal den Keller, wo dann die Waschmaschine ist. Ja, und dann beende ich dann sonst schon ein Video leider. Dann kommt irgendwann nächstes Mal wieder eine Parodie auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch viel zu tun und. So, Freunde, hier, ich weiß gar nicht, ob ich dir von den Nachbarn die Waschmaschine zeigen darf, aber ja, auf jeden Fall ist das hier meine gebrauchte Waschmaschine, die habe ich für 100 Euro gekriegt, also ich finde, diese Waschmaschine sieht besser aus als alle anderen hier. Guck mal, das ist doch keine Waschmaschine, das ist ein Trockner, ne, das ist auch eine Waschmaschine, oder? Ne, das sieht aus wie ein Trockner, aber ich glaube, das ist auch eine Waschmaschine, ist das eine Waschmaschine und ein Trockner? Ne, nur eine Waschmaschine. Ja, guck mal, die anderen sehen so schäbig aus, hier sieht so gelb aus, aber jeder kann sich ja nicht leisten, eine Waschmaschine, ne? Also, ja, die sieht recht noch gut aus, aber ne, kann man es nicht sehen, die sieht dreckiger aus als meine hier, glaube ich. Meine sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen größer, sage ich mal. Wir haben hier noch so eine Chevy Waschmaschine, aber ich mache keine Kritik über Waschmaschinen. Oh, oh, da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche. Boah, ne. Ganz leise. Das sind, glaube ich, irgendwelche Typen gewesen, die das, glaube ich, gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ja, dann beende ich auch jetzt das Video. Es war ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen wegen des stressigen Schneiden. Ich versuche das so am besten zu schneiden, wie es mir geht. Ja, dann guckt euch mal die letzten Videos an und hier könnt ihr mich auch auf jeden Fall mal abonnieren. Ja, dann sehen wir uns halt bis zum nächsten Video. Ja, dann sehen wir uns halt bis zum nächsten Video. Tschüss!